Morgen aus Hamburg und zum 17. Teil My First Trade. Wir haben vom 16. auf 17. Teil hier eine etwas längere Pause. Das hat damit zu tun, dass wir Schulferien in Hamburg hatten, wir auf Messen waren, jetzt aber wieder gewohnt in unserer gewohnten Manie. Ja, der 17. Teil ist der Kickoff jetzt zur zweiten Hälfte von My First Trade. Jetzt geht es wirklich ins Eingemachte, in die Umsetzung. Und ja, ich habe heute mal was mitgebracht, nämlich ein Büchlein. Und das ist mein persönliches Buch, mein persönlicher Tradingplan. Und wir sollten jetzt in die nächste Phase 1 machen, alle Dinge, die wir jetzt in den 16 Teilen gelernt haben, zu verschriftlichen. Und was gehört in einen sogenannten Tradingplan? Ein Tradingplan gehört drin, was für eine Strategie handle ich, um wie viel Uhr bzw. was für eine Zeitkomponente habe ich. Wir haben ja in den letzten Videos gesprochen, dass wir anfangen mit einer Swing-Strategie auf Tagesbasis. Hier stellt sich für euch jetzt die Frage, die ihr euch bitte notieren solltet: Handle ich eher morgens oder handle ich eher abends diese Strategie? Ja, also morgens wäre die Möglichkeit, die Option mit mir, das gemeinsam zu traden in The Room bei uns im Traders Club 24 ab 8.25 Uhr. Abends würden wir ab 23.15 Uhr, 23.30 Uhr empfehlen, weil die Broker Time, da endet der Tag immer um 23 Uhr und wir würden dann empfehlen, eine halbe Stunde zu warten, weil dann der Markt wieder die Liquidität, anders formuliert, die Liquidität wieder da ist. Diese beiden Optionen, auch das gehört in einem Tradingplan rein. Dann natürlich, wie viel Risiko wollen wir eingehen? Auch das haben wir ja in den Videokapiteln besprochen. Die Empfehlung ist Maximum 1%-Regel. Die 1%-Regel steht über allen. Ja, also weniger immer, mehr würde ich euch nicht empfehlen. Der nächste Punkt, was reinkommt, ist Einstieg- und Ausstiegsszenario. Und bei den Ausstiegsszenarien werden wir in den nächsten Videos, in den zweiten Part von My First Trade. Und das ist also die Vorbereitung für den Wettkampf. Wir haben über Widerstände, Unterstützung gesprochen. Auch das werden wir in den nächsten Videos nochmal aufnehmen und aufgreifen. Aber jetzt geht es wirklich darum, Software zu installieren. Hier bei Call to Action für euch ist einfach bei uns auf die Seite gehen, einen Termin vereinbaren mit dem Coach. Der installiert für euch die Software. Der spielt euch auch nochmal die Tagesstrategie auf. Und dann würden wir uns in den nächsten Videos wirklich vorbereiten auf den ersten Trade, auf Demo. Ja, und all das würde ich euch empfehlen reinzuschreiben. Abschluss nochmal vielleicht die Assetklassen, also welche Devisen, welche Indizes ihr handelt. Aktuell, Stand heute, ja, ist der Markt wieder kräftig gefallen, was positiv für uns Trader ist. Das heißt, wir haben hier sehr schöne Swing-Setups. Warum sage ich das? Ja, wenn wir in Richtung All-Time-High ständig unterwegs sind, dann wird die Luft da dünner und der Markt verharrt so in einer Zone, die wir definitiv jetzt verlassen haben. Das heißt, wir sind wirklich jetzt direkt in der volatilsten Phase das ist perfekt auch für die Swing-Strategien. Ich freue mich auf nächste Woche, dann geht's los und ich hoffe, ihr habt dann alle ein Demo schon runtergeladen, habt die Tagesstrategie schon raufgespielt, ja, und dann gehen wir weiter auf unsere Reise. Bleibt gesund und gute Trades.